Ich spitze jetzt hier bald. Hallöchen erstmal wieder. Wir sind wieder in der nach der Weihnachten wahrscheinlich, für wenn ich mich nicht irre jetzt, ne? Nee, Oder ist im zweiter Weihnachten noch? Donnerstag. Nee, halt am zweiten Weihnachtstag. Oder? Wenn ich Ja. irre? Ja, die letzte Folge war Heiligabend gewesen, dann ein Tag Pause. Dann haben wir jetzt Heiligabend. Wie gesagt. Nee, wir haben nicht Heiligabend, wir haben zweiten Weihnachtstag. Wir haben zweiten Weihnachtstag. Egal. Oh, Matze, Matze, Matze. Doch, jetzt der Essertag. Ja, das stimmt, ja. Und wieder mit den üblichen Verdächtigen. Chaotisch, wie es in der letzten Folge losging, geht's auch in dieser Folge auch noch weiter. Hey. Oh. Ihr wisst doch. Chaot ist unser zweiter Vorname. Tja, das stimmt. So. Wir hoffen, dass wir das noch ganz schnell jetzt gedüngt kriegen, ja? Aber wisst ihr, was der Vorteil ist? Was denn? Es ist 15 Uhr. Der letzte von den drei Tagen, wo man sich zu der Familie quälen muss zum Kaffee und Kuchen. Meinst du? Ist endlich vorbei mit der Fresserei, ey. So, mal eben gucken, was ihr jetzt hier veranstaltet habt. Ah ja, genau, hier kann ich jetzt theoretisch einfach... Oh, weil ich bin... Also rein theoretisch könntest du jetzt schon an dem Strohschwaden... Ja, ich mache jetzt gerade einen Durchstich schon mal. Bei mir kannst du durch. Dann kann ich mich schon mal von dann hier von außen zur Außenseite schon mal durcharbeiten. Ja. Könnt ihr natürlich ganz kackfrei hier mal fragen, was ihr zu Weihnachten bekommen habt, aber da wir nun zu Aufnahmezeitpunkt ja noch kein Weihnachten hatten, ist es gerade ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, was ich wahrscheinlich wieder kriege, gar nicht. Macht denn ja artig. Na gut, ich sag mal, so ein paar Sachen könnte ich jetzt schon aufzählen, oder zwei, drei Sachen, die ich ja schon bekommen habe per Post. Aber, naja. Jo. Hab nämlich so ein bisschen Reserve-Equipment für meinen Rechner hier bekommen, also zumindest was Eingabegeräte mit mäßig. Hab ja von meinen Eltern quasi ein neues Headset und Maus bekommen, die ich quasi als Reserve erstmal weggelegt habe. Ist schon drüben fertig oder was? Ja. Ich denke mal, den anderen Geschenke, das wird dann so diese üblichen Geschichten sein, wo wegen hier mal ein bisschen Geld, da ein Gutschein oder so, was noch kommen wird. Naja. Obwohl ich ja ganz ehrlich sage, gut, es muss nicht unbedingt Geld sein, aber sowas wie Gutscheine zum Beispiel finde ich eigentlich ein ideale Geschenke. Ja gut, das Effekt ist es ja auch nur, dass du irgendwie was hast. Ja, nur ich finde das aber an dem Punkt ideal, weißt du, derjenige, der beschenkt wird, kann sich selber was dafür holen und quasi auch das holen, was er haben möchte. Aber wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, mit irgendwas ankommt, was du sagst, von wegen, das könnte derjenige gebrauchen, und der denkt sich dann im Nachhinein, ja, ich kann es zwar gebrauchen, aber ich hätte vielleicht eventuell den Sachwert vielleicht eher gebrauchen können, um mir was anderes zu holen, und sei es nur irgendwie, keine Ahnung, ein Ersatzteil oder so. Ich bin schon klar, was du meinst. Bist du jetzt da drüben fertig oder was? War ich jetzt schon das zweite Mal? Ja, Lutz ist hier fertig. Ist noch ein Stück dabei dir, was gedüngt werden muss. Auch nicht schlecht.
Da habe ich wahrscheinlich zu wenig gegeben. Egal. Willst du das komplett alleine fertig machen? Ja. Dann kann ich Tiger unterstützen mit den Flügen. Mach das. Sofern das da der Blaue hier schafft. Tausch mal. Also wie gesagt, also den ich hier habe, ich meine, gut, du hast glaube ich einen anderen von den blauen, glaube ich. Ich glaube, du hast glaube ich den. Mach ich erstmal das obere Stück hier. Du hast glaube ich, du hast, ich würde sagen, du hast den kleinen Russen. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ne, sehen tun wir noch nicht. Ne, sagt der Bayer. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ey, mein Freund, schau mal auf die Karte und sag mir mal von wegen, wo wir uns befinden. Sag nicht von wegen, das machen die Bayern so. Wir sind hier in Sachsen, Kollege. So nicht, Herr Kollege. Zwar ulkig aus. Aber schau mal, ob man schafft. Nimmst du den? Ready. Jo. Komm mal runtergefahren. Ach nee, bist du da? Nee, nee, ich versuch das nochmal. Ach, du versuchst. Alles klar. Ja. Russische Qualitätsarbeit, die muss das schaffen. Also mit dem roten hab ich's hingekriegt, den Flügen. Mit dem Ding halt. Mit dem Diesel. Ich überleg gerade, ich glaube, wir haben noch nicht mal Diesel, ne? Nee. Also ich will ja nichts sagen, aber guck mal, Tiger. Na, geht doch. Schnell fährst du? Warte. Ja, genau wie ich. Also das ist die normale Fluggeschwindigkeit vom Flug her. Ja, du, hier am Berg, da wird er ein bisschen langsamer, aber. Aber geht doch. Na gut, jetzt geht's. Wenn wir jetzt die neue Version drauf haben mit dem Schlamm, da wird es wahrscheinlich schwieriger werden, aber. Ja. Ja, also der könnte ja schon mal Diesel gebrauchen. Aber da werden nicht mit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt ist. Weil wir hier ohne Season Mod spielen. Müssen wir mal gucken. Und Regen gibt es hier zwar trotzdem zwischendurch. Ach, schauen wir mal, was. Jo, richtig. Für alle, die sich wundern, von wegen, warum sammeln die Idioten das restliche Stroh nicht ein? Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir letzte Folgen die Menge an Stroh reingeholt haben, die wir erstmal brauchen und erstmal das Feld erstmal wieder zu Wort klar haben wollen, dass wir eventuell auch erstmal wieder ein bisschen zu Geld kommen, dass wir in die Tiere investieren können, dass wir in eigene Dünger- und Saatgutherstellung investieren können und die Flieger erstmal vom Himmel holen können. Aber der sollte ja eigentlich in der nächsten Web-Version auch weniger fliegen. Die Katakomben mit Stroh sind voll. Na, ich sag mal so, mit der 500.000 Stroh kommen wir erstmal ein bisschen hin. Jetzt, da wir ja sagen wir, noch keine Tiere haben und können wir immer noch wieder noch zwischenzeitlich mal eine Frucht mit Stroh anbauen. Auf den eventuell kleineren Feld und dann. Aber wenn du jetzt nicht auf dem Feld jetzt noch Stroh eingesammelt hättest, dann wärst du in den nächsten 5 bis 10 Folgen noch im Stroh einsammeln. In der heutigen Zeit wird ja auch nicht mehr so viel Stroh gemacht. Mein Stroh. Das will ich mal nicht so behaupten. Und, die meisten, also für kleine Viecher brauchst du es noch. Ja, aber viele Bauern machen heutzutage ja schon fast gar nicht mehr in Tiere, weil es sich einfach nicht mehr lohnt.
Viele machen heutzutage ja Biogas und sowas. Was braucht das Feld jetzt noch? Kalk oder wie war das? Ja, aber da kannst du also mit warten, weil wir müssen immer durchgepflügt haben. Du könntest theoretisch Benzin. Da, wo jetzt schon gepflügt ist, theoretisch schon mit dem Grubber drüber fahren. Weil wann wir den Kalk draufschmeißen, das ist ja im Grunde genommen erstmal egal. Egal. Ja. Wir machen das, wir dann erst hier nachher erstmal grubbern, dann den Kalk draufschmeißen, dann die zweite Düngerstufe draufschmeißen, dann die Saatgut und fertig. Mhm. Wann würdest du jetzt nicht erstmal nicht rumstehen? Fährt man bei mir eigentlich auch das Lenkrad so extrem wie bei Tom? Nein, also ich das nicht. Oh, okay. Ich schon nicht. Könnte man sagen, Lutz, das macht 5 Euro in die Gruppenkasse. Handy während der Aufnahmen. Eieieiei. Was? Und nix was. Aber da ja Weihnachten ist, gucken wir da jetzt mal drüber weg. Aber nur weil heute das ist. Nur weil Weihnachten ist. Ja. Was waren da jetzt gerade für geldmäßig? Was ist da abgegangen? Irgendwas mit Fahrzeugkosten, Mietkosten. Na, Reparatur. Ah, okay. Sonst komme ich hier nicht. Ja, das ist schon ein bisschen schneller. Der ZD. Weil wir sind, hat doch nicht getan, Mensch. Mensch. No. Na, wenn ich bedenke, dass der Flug von dem bisschen Flügen, was wir hier bis jetzt gemacht haben, bei mir auch schon fast 15% Schaden hat. Ich denke mal, nächste Folge werden wir auch noch mal am Flügen sein. Sicherheit. Weil so schnell sind wir auch nicht mit den, obwohl es die Großen sind. In der Hinsicht. Ja, wenn du überlegst, dass das eigentlich 10 Meter sein soll, ne? Kommt dann irgendwie gar nicht so vor wie 10 Meter. Möglich, dass es 10 Meter sind. Meine ich zumindest, dass die mit 10 Meter eingetragen waren? Nee, glaube ich, nee, das kann nicht sein. Also von. Das sind keine. Der Trecker 2 Meter ist. Nee, 8 Meter. Und das wird schon eng. Wo steht zumindest im Shop drin, ne?
Müsste ich den eventuell mal im Singleplayer mal in den anderen Mod-Ordner schmeißen und mal gucken, was Cosplay dazu sagen würde, wie lang das, wie breit das Ding angeblich sein soll. Weil für mich kommt das auch eher vor wie 6 Meter oder so. War trotzdem noch eine stattliche Breite. Aber ich würde sagen, über die Längen diskutieren wir in der nächsten Folge. Meinst du, du willst jetzt schon Feier machen? Ja, richtig. Dann würde ich es auch mal sagen, ne? Dann denkt an die Kommis, an die Däumchens und so. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschö, tschö. Tschö. Tschüss.